Kenia, das afrikanische Land am Äquator. Grüne Natur bedeckt große Teile des Landes. Über die Hälfte der Bewohner von Kenias Hauptstadt Nairobi wohnt in Slums wie diesem. Das Überleben ist eine tägliche Herausforderung. Weite Flächen Kenias liegen auf einem Hochplateau. Darum ist das Klima hier sonnig und warm. Es gibt genug Regen. Der Müll der Hauptstadt wird den Slum-Bewohnern vor die Tür gekippt. Sie sammeln Wertstoffe heraus. Die für ein paar Cent zu verkaufen, ist ihre Lebensgrundlage. Das Land, wie hier im Westen Kenias, hat großes Potenzial, wenn man es zu nutzen weiß. Die Menschen, die hier leben, sind aber oft arm. Viele entschließen sich daher, ihre Region und ihren Landbesitz zu verlassen. Sie träumen von einem besseren Leben, ziehen in die Stadt und landen häufig im Müll. Aus armen Landbewohnern werden arme Slumbewohner. Diesen Prozess zu durchbrechen, ist das Ziel von Dr. Auma Obama und ihrer Organisation Sautiku. Sautiku kommt aus der afrikanischen Sprache Swahili und heißt starke Stimmen. Diese Stimmen will Auma Obama jungen Menschen verleihen. Eine Gruppe Jugendlicher aus dem kleinen Ort Alego ist ihr Pilotprojekt in Afrika. Dass sie ihr Leben vor Ort aus eigener Kraft verbessern können, davon ist Auma Obama überzeugt. Sie ist erfahrene Entwicklungshelferin und weiß genau, wo sie ansetzen muss. Unser Motto ist, use what you have to get what you need. Was so viel bedeutet wie, benutze das, was ihr habt, an Ressourcen in diesem Fall, um das zu bekommen, was ihr braucht. Und meiner Erfahrung nach ist es bei jungen Leuten, wenn man sie diese Möglichkeit gibt, einen Raum verschafft, wo sie versuchen können, selber sich zu verhelfen, um das zu bekommen, was sie brauchen, dann tun sie es auch. Genau diesen Raum erschafft Sautiku. Hier auf diesem traditionellen Hof lebt der 19-jährige Kennedy mit Bruder und Vater. Unter einfachsten Bedingungen. Sie entbehren oft das Nötigste. Nun wird mit dem Vater gemeinsam geplant. Für Kennedy wird ein individueller Förderplan entwickelt. Und der beginnt ganz grundlegend beim Selbstbewusstsein der jungen Menschen. Aus der Historie denken die jungen Leute, dass sie nichts wert sind. Und es geht wirklich darum, dass man denen ein Selbstwertgefühl gibt, dass sie erkennen, dass sie wirklich wichtig sind und dass sie auch was erreichen können aus der eigenen Kraft heraus. Und sobald sie erkennen, dass sie was wert sind, dann machen sie auch sehr viel. Sie sind motiviert und dadurch werden die aktiv. Und das ist das, was wir bei Sautiku brauchen und das, was wir versuchen, bei Sautiku zu erreichen. Mit diesem neuen Selbstbewusstsein bekommt Kennedy ein Stück des Familienlandes überantwortet. Bisher liegt es brach, weil die Menschen das Potenzial ihres Landbesitzes nicht ausschöpfen. Das nötige Know-how fehlt. Hier setzen die Sautiku-Partner ein. Die deutsche Firma Rehau hat ihren Fachmann für Entwicklungszusammenarbeit geschickt. Gemeinsam mit dem lokalen Agrarbeauftragten begutachtet er die Lage. Durch das Feld fließt ein Rinnsal. Das zu einem kleinen Fischteich aufzustauen, wäre eine erste Möglichkeit, sich selbst besser zu ernähren und Fisch zu verkaufen. Kennedys Familie wird genau dort abgeholt, wo sie steht. Die Partnerfirma Rehau sammelt Erfahrungen und wertvolle Kontakte im Land. Es ist ganz wichtig, dass das, was vor Ort vorhanden ist, umgesetzt, genutzt wird, damit die Menschen daraus mit ihrem Selbstbewusstsein und ihren Ressourcen, die sie haben, selbstständig werden können und das, was früher immer Hilfe zur Selbsthilfe genannt wird, jetzt auch endlich in die Tat umgesetzt werden kann. Kennedy sammelt bereits seine ersten Erfahrungen als Gemüsefarmer. Er wird Gemüsesorten anbauen, die in der Region gefragt sind. Seinen Ertrag wird er dann auf einheimischen Märkten verkaufen. Mit dem Gewinn können Kennedy und seine Freunde für sich und ihre Familien eine solide Lebensgrundlage schaffen und ihr Schulgeld finanzieren. Von dort aus werden sie eine Ausbildung absolvieren und starten in ihre individuelle Zukunft. Sautiku ist für die jungen Menschen ein ständiger Motivator, Ratgeber und Unterstützer. Und alle helfen nach Kräften mit, auch Großmutter Sarah Obama, die die jungen Menschen rund um ihre Enkelin regelmäßig mit gutem Essen stärkt. Und im Einzelfall auch mit Lebensweisheit. Ich will gar nicht in die Stadt. Ich bleibe hier und mache daraus ein echtes Zuhause. Ein gutes Zuhause.
to my life. Es hat mein Leben verändert. Bevor ich zu Saudi-Ku kam, konnte ich nie vor Leuten reden. Schon gar nicht mit weißen Menschen. Ich hatte einfach Angst. Doch dann kam Auma mit ihrer Idee und brachte uns Selbstvertrauen. Und jetzt kann ich reden. Lucy lebte vorher im Slum in Nairobi. Auma Obama überzeugte sie, aufs Land zu kommen. Die meisten Slumbewohner haben Landbesitz, trauen sich aber nicht, in ihre Dörfer zurückzukehren. Saudi-Ku will ihnen diese Möglichkeit zeigen. Schulen wie diese hier wird Saudi-Ku unterstützen, um die Bildung zu fördern. Und Stipendien vergeben, damit die Kinder länger zur Schule gehen können. Den Schulabgängern werden von den Saudi-Ku-Partnerfirmen Praktika oder Ausbildungen angeboten. Sie erwerben Wissen, das ihre Region hinterher zugutekommt. Eine Begegnungsstätte wird gebaut, in der die Jugendlichen und Saudi-Ku in Zukunft einen festen Platz haben. Das Selbstbewusstsein der Jugendlichen hat sich verändert. Sie treten füreinander ein. Sie organisieren Events wie dieses Sportfest. Im Sport erleben sie Teamarbeit, Ausdauer und Disziplin. Und vor allem, dass sie selbst etwas leisten können. Und es macht auch noch Spaß. Diese Erkenntnis verbreitet die Saudi-Ku-Jugend unter ihresgleichen. Auch junge Menschen aus den Slums in Nairobi sind hier. Lebensgeschichten werden ausgetauscht. Und dabei wird klar, das Leben auf dem Land ist oft das Bessere. Die veränderte Mentalität beeindruckt auch die Erwachsenen. Diese Jugend hier sind die Verantwortlichen von morgen. Eines Tages wird ein junger Mensch mein Nachfolger werden und den Bezirk leiten. Deswegen will ich mit ihnen in Verbindung treten. Ihr wollt uns helfen. Ich will meinen Teil dazu beitragen. Und ihr tragt euren. Dann gehen wir gemeinsam. Ihr sollt das nicht alleine tun. Ich trage meinen Teil. Wichtig also, dass die jungen Menschen ihre Stimmen erheben. Dass sie aktiv werden. Und wenn viele Stimmen zu einer werden, dann hat die eine große Kraft. Eine Kraft, die die Menschen nutzen können, um ihrer schlechten Lebenssituation zu entkommen. Um den Platz im Leben zu einem guten Platz zu machen. Und um neue Hoffnung zu schöpfen. Eine Kraft, die motiviert, die realistische Alternativen schafft und vorhandene Potenziale nutzt. Durch die Workshops habe ich erkannt, wer ich bin und was ich alles tun kann. Ihr wollt unser Leben verbessern, damit wir mehr zu essen haben. Wer Essen hat, hat keine Sorgen mehr, hat keine Probleme. Als Mitarbeiter der Firma Rehau möchte ich auch andere deutsche und europäische Unternehmen auffordern, sich an dem Projekt zu beteiligen, weil die Idee einfach sehr zielgerichtet ist und das Beste ist, was ich bislang in der Entwicklungszusammenarbeit gesehen habe. Saudi-Ku wird es überall auf der Welt geben. Es wird Kindern und Jugendlichen helfen, ihr Leben aktiv zu verbessern. Und damit auch unser aller Zukunft. Seien Sie dabei. Reden Sie mit uns.